Wir feiern unseren Gottesdienst an Weihnachten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Habt keine Angst. Gott macht allen Menschen eine große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Er heißt Jesus und liegt in einer Krippe. Mit diesem Ruf aus dem Lukas-Evangelium begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Vor etwa 2 Wochen dachten wir noch, wir könnten eine besondere Premiere feiern. Zum ersten Mal einen Weihnachtsgottesdienst hier mit Ihnen in unserem Seniorenzentrum. Nun ist es doch anders gekommen. Unsere evangelische Landeskirche von Westfalen, in deren Dienst ich stehe, hat die Empfehlung ausgesprochen, dass in diesem Corona-Jahr an Weihnachten keine Gottesdienste in Kirchen und Einrichtungen gefeiert werden sollen. Zu gefährlich, die Gefahr, dass sie sich mit dem Coronavirus anstecken, vielleicht auch noch durch uns. Diese Gefahr ist zu hoch. Was also tun? Gar kein Gottesdienst? Es war doch alles vorbereitet. Schließlich eine Idee. Wir könnten einen Gottesdienst aufnehmen, den man dann zeigen könnte. Wie ein Film. Das müsste gehen. Das machen ganz viele Kirchengemeinden seit Corona auch schon so. Unsere Einrichtungsleiterin, Frau Repperich, hat direkt alles in die Wege geleitet. Und so bin ich ihr, unserem Pflegedienstleiter vom Krankenhaus, Herrn Hesler, und allen, die mit beteiligt sind, extrem dankbar, dass sie mithelfen. Und dir, lieber Günther an der Orgel, natürlich auch, dass du wie immer mit dabei bist. So gibt es also doch eine besondere Premiere. Einen, heute sagt man, virtuellen Weihnachtsgottesdienst, den Sie sehen und hören können. Lassen Sie sich also einladen. Lassen Sie sich einladen, die Botschaft von Weihnachten trotz oder gerade wegen Corona zu hören. Lassen Sie sich damit auch ein wenig ablenken von Ihren Alltagssorgen, von dem, was Sie belastet. Wir haben es hier schön gemacht. Denn Weihnachten ist und bleibt ein besonderes Fest, auch und gerade wegen Corona. Wir haben da ein besonderes Gefühl für das, was wir heute erinnern. Der schöne Weihnachtsbaum, der kleine zwar, aber doch sehr schön. Die Krippe, die uns eine Bewohnerin unseres Seniorenzentrums geschenkt hat. Die Musik, die Lieder und die alten Worte, die wir hören, das alles soll uns einstimmen auf das große Fest der Geburt unseres Heilands. Und es soll Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Patientinnen und Patienten, einfach ein wenig Freude bereiten. Lassen Sie uns nun Musik hören. Wir hören das alte Weihnachtslied »Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich«.
Christen alle gleich in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn. Lassen Sie uns beten. Gott im Himmel und auf Erden, du bist so freundlich zu uns. Wir danken dir. Du wirst ein Mensch auf Erden. Du siehst, was uns bedrängt, was uns bewegt. Aber jetzt wollen wir uns freuen. Denn jetzt schenkst du uns auch deinen Frieden. Dafür sagen wir dir Danke. Dafür loben wir dich. Wir bitten dich, komm, wohne in unseren Herzen heute, öffne uns für dein Wort, für dein Versprechen, bei uns zu wohnen. Amen. Ich lese aus dem Lukasevangelium, der Weihnachtsgeschichte. Jesus wurde in einer Krippe geboren. Es gab in der Stadt Bethlehem keine Herberge für ihn und seine Eltern. Ein Stall ist sein erstes Zuhause. In der Nähe halten sich Hirten auf. Sie bewachen die Schafherde. Doch plötzlich erleben sie, wie es ganz hell wird und Engel über ihnen erscheinen. Die Engel sagen ihnen: Fürchtet euch nicht. Denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Das Evangelium nach Lukas erzählt uns weiter: Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.
Es ist ein Ros entsprungen. Wir hören das Lied. Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Patientinnen und Patienten. Weihnachtspäckchen auspacken. Das ist doch immer wieder etwas sehr Schönes am Heiligen Abend. Ob wir jung oder alt sind, wir freuen uns an dem, was sich unsere Lieben zu Weihnachten für uns ausgedacht haben. Nun kann man oft gerade an Weihnachten in der Kirche hören, das Schenken ist aber nicht die Hauptsache am Weihnachtsfest. Ich behaupte allerdings, das Schenken ist an Weihnachten sehr wohl Hauptsache. Im Ernst, ohne Schenken kein Weihnachten. Und angefangen mit dem Schenken hat ja Gott selber. Er schenkt uns seinen Sohn. Das erste Weihnachtsgeschenk stammt von ihm selber. Und was für ein Geschenk. Eins, das Hand und Fuß hat, genauer winzige Händchen und Füßchen, so wie es eben ein Neugeborenes hat. Und in diesem winzigen Kind schenkt sich Gott uns selber. Er, der große und allmächtige Gott, betritt diese Erde so, wie wir alle sie betreten haben. Als ein winziges und hilfloses Bündel Mensch. Es ist fast so, als fürchte er sich, uns zu erschrecken und uns zu beschämen über das Übermaß seiner Liebe. Gottes erstes Weihnachtsgeschenk war also nur in Anführungsstrichen ein Kind, unter ärmlichen Umständen geboren, von offenbar sehr jungen, vielleicht noch nicht einmal ordentlich verheirateten Eltern, zuerst gefunden von ein paar Hirten. Und das waren damals auch nicht gerade vertrauenswürdige Gestalten, eher heruntergekommene, am Rande der Gesellschaft lebende Typen. Ausgerechnet sie waren es, die dann als Erste hörten von diesem größten Geschenk Gottes an uns Menschen. Also deswegen, meine ich, ist das Schenken sehr wohl die Hauptsache an Weihnachten. Dass wir das nur richtig sehen. Gott schenkt uns seinen Sohn. Wir sind die Beschenkten. Und von diesem ersten, größten Weihnachtsgeschenk her bekommen alle unsere kleinen Weihnachtsgeschenke ihren Sinn. Wir sollen sozusagen eine Predigt, ein Wegweiser sein auf Gottes Weihnachtsgeschenk. Nun möchte ja jeder, der beschenkt wird, auch selber gerne etwas schenken. Das ist bei uns so, zumindest bei uns Großen. Wir lassen uns gar nicht so gerne etwas schenken. Wir wollen nicht abhängig werden durch Geschenke. Nun hat Gott uns so ein großes Geschenk gemacht. Müssen wir ihm da nicht auch etwas schenken? Ja, ich meine das schon ernst. Auch wir sollten Gott, wir sollten dem Kind in der Krippe etwas schenken. Was denn? Sicher nicht Gold, Weihrauch oder Myrrhe, wie die Weisen, die von ferne her ihre Geschenke brachten. Was könnte denn das Kind in der Krippe von uns haben wollen?
Wenn dieses Kind in der Krippe zu uns reden könnte, würde es vielleicht sagen, ja, mach du mir auch ein Geschenk, schenk du mir auch ein Päckchen. Nämlich das Päckchen, das du tragen musst und das dir doch schon viel zu lange, viel zu schwer ist. Schenk mir alles, was du mit dir herumschleppst, schenk mir deine trüben, verzweifelten Stunden, schenk mir deine verwirrten Gedanken, schenk mir deine Ängste vor der Zukunft, ja, auch deine Todesangst. Schenk mir alles, womit du nicht fertig wirst. Den ganzen Kram deines Lebens, den pack ein in dein Weihnachtspäckchen für mich. Dabei ist dieses Päckchen dafür eigentlich viel zu klein. Da müsste ich eigentlich das Große nehmen. Da kannst du alles hineinpacken. So könnte das Kind in der Krippe sprechen. Dann fragen wir wohl erstaunt, was willst du denn wohl mit einem solchen Geschenk anfangen, liebes Kind in der Krippe? Da sagt das Kind, ich nehme es zu mir in die Krippe und später trage ich es für dich ans Kreuz. Denn das Kind in der Krippe ist ja zugleich der Mann am Kreuz. Nicht umsonst finden wir in vielen Darstellungen der Geburt Jesu auch irgendwo ein Kreuz angedeutet. Und sei es nur als Fensterkreuz oder als Kreuz der Dachbalken. Ich schau grad an unsere Krippe. Ja, so ein Dachbalkenkreuz kann ich da eventuell auch erkennen. So also spricht vielleicht das Kind zu uns. Es tauscht mit uns, nimmt unsere Lasten und sagt am Ende, du aber nimm mich, den Heiland und Retter, dafür als Geschenk und lass es dir leicht sein ums Herz, nachdem du mir alle deine Sorgen, Lasten, Traurigkeiten zum Geschenk gemacht hast. Und nun wünsche ich es dir und mir, dass wir es noch schaffen, so ein Weihnachtspäckchen zu packen und es dem Kind in die Krippe zu legen. Dann werden wir es hoffentlich tief im Herzen spüren können. Aus 1000 Traurigkeiten zur Krippe gehen wir still. Das Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschliches Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Mär. Lassen Sie uns dieses Lied hören.
Lassen Sie uns gemeinsam Fürbitte halten. Guter Gott, wir danken dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen, auch wenn in diesem Jahr alles anders ist als sonst. Dennoch ist dies der Tag, den du gemacht hast, der Tag der Geburt unseres Heilands und Retters Jesus Christus. Durch ihn möchtest du dennoch einen hellen Schein in unsere dunkle Welt geben. In ihm kommst du uns Menschen entgegen, gerade denen, die noch im Dunkeln sind. So bitten wir dich heute, sei mit deinem Licht bei allen, deren Leben verdunkelt ist durch Krankheit, Schwachheit oder schweres Schicksal. Sei bei unseren Pflegenden, unseren Ärztinnen und Ärzten und allen, die ihren Dienst tun in den Krankenhäusern und Altenheimen und dabei momentan an ihre Grenzen kommen. Schenke ihnen Kraft für ihre Dienste und bewahre sie vor Krankheit und Ansteckung. Sei bei unseren Ehrenamtlichen, die sich ebenso unermüdlich einsetzen, damit unsere Bewohnerinnen und Bewohner, Patientinnen und Patienten in diesen Zeiten Zuwendung und Freude erfahren. Bewahre auch sie vor Krankheit und Ansteckungen. Sei bei all denen, die von Corona betroffen sind. Sei bei allen, die sich auch heute fürchten müssen, besonders bei denen, die um ihr Leben bangen müssen in den Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde. Sei bei uns allen, dass wir nicht verzagen. Lass dein Licht deinen hellen Stern aufgehen. Sei immer bei uns. Alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch und behüte euch. Er gehe mit euch den Weg in die Nacht und in den Tag. Er gebe euch seinen Stern zum Geleit, damit ihr findet, was ihr sucht. Er bleibe bei euch mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Wir hören auch dieses Lied.